Ich habe nur einmal C gedrückt und zack, da war's. Für welches Fahrzeug auch immer. Genau, es ist ein brauchbares Fahrzeug, aber sehr limitiert, was den Aufbau angeht. Das trifft relativ gut und es gibt es nur in Tarnlackierung in allen möglichen Farben. Aber ja, gar nicht so schlecht. Also ich bin ein bisschen Probe gefahren, nachdem ich ihn mir freigespielt hatte. Und ja, okay, kann man nutzen. Du kriegst es in allen Farben, solange es eine Tarnfarbe ist. Genau. Also du kriegst ihn auch in rosa Tarnfleck. Ja, da bist du zumindest mitten in deiner Hello Kitty-Demonstration getarnt. Oh, ich kuschel mit einem Baum. Aber kein Weichkäse mögen. Also kein Schimmelkäse. Der ist viel kuscheliger als ein Baum. Ja, aber Essen, was längere Haare hat als ich, ist nicht lecker. Oh, ich bin safe. Ja, ein Kannibalen-Dasein hat bei dir ein Ende. Ich sehe den Turm und ich sehe das Ende meines Tanks. Ich würde kein Wookie essen, nein, aber nur aus Wookie-Freundlichkeit. Aber ein Twi'lek würdest du essen, weil der hat ja gar keine Haare. Vielleicht. Ich mag auch keine Glibri-Menta. Ja, ich glaube nach dem Döner-Tier. Du musst einfach gucken mit einem Stab in der Hand, wenn du ein Tier siehst, was längst durch ein Loch hat. Das ist es. Ja. Ansonsten gibt es hier bei Twitch auch Erkan und Stefan, die können dir das genauestens erklären. Die haben da total den Plan, glaube ich, was das Thema Döner-Tier angeht. Wobei ich glaube, bei Erkan und Stefan ist nur Stefan da, aber sie heißen zumindest so. Ich glaube, nur Stefan würde gar keiner wissen, dass es wer ist. Eigentlich müsste der Stefan ohne Erkan heißen, der Kanal oder so. Quasi Stärkan. Hm? Nein. Wobei ich mag ihren Humor, von daher finde ich die ganz, ganz witzig. So, ist halt trashig, aber. Hab ich noch 28 Liter Sprit. Ich glaube, damit komme ich nicht sehr weit. Dann springe den Ank und mache weiter. Ja, es ist aber auch alles aufgedeckt. Ach so. Na dann springe den Ank und tu was. Boah. Ist ja gut. Also ich mache jetzt hier Morrison seinen Erdrutsch. Gut, du bringst... Zerlege weiter meinen LKW und dann werde ich erstmal danach kurz einmal LKW refreshen, glaube ich. Dann mache ich doch mal die gefährliche Route. Weil ich natürlich ein Held bin, fahre ich erstmal rückwärts aus dem Wald raus. Das ist doch schon mal gut. Ja. Oh, ich habe jetzt die ganze Zeit so nach vorne gelegt. Gespielt. Na gut, nachdem die Kiste sowieso eine Auto, eine Festge- Dings- Diff-Sperre, Diff-Sperre hat, nicht, ist es auch vollkommen kein Problem damit, hier einfach rückwärts rauszufahren. Durch das unbekannte Terrain, wo ich nicht weiß, wo es lang geht. Nimm doch einfach die Straße. Ich fahre aber viel lieber durch den Wald, da ist mehr Schnee. Das ist auch eigenartig, ne? Also entweder haben die eine gute Straßenräumung, aber warum im Wald mehr Schnee liegt als auf der Straße, ist mir auch noch so ein bisschen rätselig. Ja, vor allem, da kommst du irgendwann zu einer Stelle auf der Straße, wo einfach keine Straße mehr ist, wo du dir denkst so, hä? Sollte das ihr das sein. Zeug da nicht eigentlich auch weggeräumt haben zu dem Zeitpunkt? Aber 2 Meter weiter ist wieder super geräumt. So als würde jemand sagen, das ist nicht mein Schnee, da muss ich nichts machen. Und Hallöchen, Race Division, sei gegrüßt. Ich habe eigentlich eine ganz andere Frage. Was ist mit Mr. Black los? Er hat sich noch nicht zum Abendessen verabschiedet. Wird er heute verhungern? Fragen über Fragen. Und
die Uhrzeit ist er wahrscheinlich schon fertig mit Dingen, die er jetzt also halb 10 könnte noch. Vielleicht ist er auch gerade mittendrin. Das könnte auch sein. Deswegen meldet er sich so arg. Könnte ich mir vorstellen. Vieles ist möglich. Im schlimmsten könnte er natürlich auch in die Fänge einer Biene geraten sein. Ach, fuck. Nein, ich glaube, das... dann würde er gar nicht erst als Stream auftauchen. Oh, bin ich blöde. Nein, das muss nicht kommentiert worden, das war rhetorisch. Oh, jetzt bin ich noch umgekippt, ne? Oder? Nee, noch nicht ganz. Also ich bin quasi hinter dir, glaube ich. Das wäre schlecht. Hier oben ist noch so ein bisschen, jetzt kommen wir wieder auf die Nummer mit dem Rückwärtsfahren zu sprechen. Aber das Fahrzeug hat jetzt schon einen Motorschaden. Doink, 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 springen. Was ist das? Ich bin jetzt hier natürlich schön den normalen Weg gefahren und stecke oben am Steinbruch fest. Bob. Wo stehst du? Und der Steinbruch hat natürlich... Die Anlieferung auf der anderen Seite. Natürlich. Ja. Deswegen fahre ich jetzt da rüber zur Brücke und hoffe, dass ich die dann fertig mache. Dann kannst du im Zweifel auch darüber fahren. Ohne Sack aufgepasst. Der war vorhin schon im AFK. Okay. Ja, dass wir das durch. Er hat zwischenzeitlich auch wieder geschrieben, dass er wieder da war. Aber kann natürlich auch sein, dass er einfach nur mal ganz kurz AFK gegangen ist. Sei ihm ja gegönnt. Ist richtig. Ich merke ja irgendwo, dass ich ihn eigentlich sonst beachte, nur heute irgendwie dann nicht mitgekriegt habe. Ja. Und Just Testing, herzlichen Dank für dein Follow und nochmal herzlich willkommen. Dankeschön, freut mich. SnowRunner spielen wir übrigens jeden Mittwoch aktuell. Immer so ab 19.30 Uhr, das sei vielleicht nochmal gesagt. Morgen gibt es am Abend Valheim auf unseren beiden Kanälen und tagsüber werden wir morgen ein bisschen spontanes Parkitect spielen. Und bei mir gibt es am Samstag noch wahrscheinlich eine Runde Freestyle, so ein bisschen Factorio, je nach Wetter. Ich bin ziemlicher Snowrunner. Ja, ist ja völlig in Ordnung. Deswegen sage ich, das gibt es am Mittwoch bei uns hier immer. Ich wechsle halt so ein bisschen Spiele ab. Ich bin jemand, der sich sonst... Ich kann mich halt nicht entscheiden. Also bei Computerspielen ist das für mich sonst recht relativ schwer und ich mag es ein bisschen abwechseln. Deswegen Mittwoch mit dem Sati hier, das Snowrunner. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist so, dass ich dann so am Montag anfange so ein bisschen... Langsam mit hochwerden. Ich will Corona, ne? Ja, das kenne ich durchaus. Auf der anderen Seite haben wir dann viele Mittwoche, auf die wir uns freuen können. Und was am Samstag vielleicht nochmal kommen kann, und das lege ich eigentlich so ziemlich jeden. Das kann ich nachvollziehen. Was ich auch wirklich jedem ans Herz legen kann, bei Twitter seht ihr es oder bei Twitch, wer Follow da gelassen hat, auch die Information. Wenn die Jungs mitmachen, würde ich gerne am Wochenende nochmal eine Runde Construction Simulator 2015 spielen. Ich glaube, die VODs der letzten Folgen sind noch online. Ich muss ehrlich sagen, es gibt kein Spiel, bei dem ich so viel Bauchschmerzen vor Lachen hatte wie bei dem. Ich habe einen zweiten Spielstand, aber wisst ihr, das ist wie Weihnachten. Das macht man ja nur auch nicht alle Nase lang, ne? Das ist... Also von daher... Ich feiere nur auch nicht jede Woche. Also das ist einfach... Könnte man auch machen. Ihr bringt die Geschenke mit, ich feiere auch noch jede Woche weiter. Und nachdem du jetzt mit deinem Plan für die Woche, beziehungsweise generell, Geld... durchgegangen bist, bin ich mal so frei und spring mal in die gleiche Bresche rein und erzähl mal, was bei dir so grundsätzlich passiert. Du hast gedacht, ich wollte dich gerade danach fragen. Ja, deswegen gehe ich dem einfach schon mal vor. Jetzt klingt es erst recht unhöflich. Genau, also
weil wir haben ja zwei Kanäle und von daher gibt es auch teilweise manchmal unterschiedliche Dinge, auch wenn im Moment der Dienstag, der Mittwoch und der Donnerstag tatsächlich gleich ist. Achtung, eine Zwischensequenz. Bedeutet dienstags und donnerstags ab 19:30 auch bei mir Walheim ab 19:30. Am Mittwoch SnowRunner. Und derzeit montags ab ca. 19:30 Phasmophobia. Alles im Multiplayer und weil es noch nicht genügend Multiplayer ist, freitags ab ca. 20 Uhr gibt es entweder ein Star Wars Rollenspiel. Da spielen wir dann Pen and Paper zusammen, nach einer Kampagne, die ich mir ausgedacht habe. Oder alternativ Factorio. Ja, da genau. Haben wir unsere beiden Werbeblöcke gut versenkt. Ja. Und wir haben ja, aber das muss man ja auch mal machen. Man muss ja mal ein bisschen erzählen, was es gibt, weil gerade für die neuen Leute, die dann immer mal vorbeikommen, ja, ist vielleicht das eine oder andere dabei, wobei es auch einfach Leute gibt, die bestimmte Spiele interessieren. Ich habe zum Beispiel meine Factorio-Zuschauer, die gucken wirklich nur Factorio und alles andere finden die doof. Dann ist das halt so. Und umso schöner ist es ja, wenn man ein bisschen mehr Abwechslung bieten kann. Genau. Dann finden sich halt einfach auch die Leute, die auf das Bock jeweils haben. Und ja. Ansonsten haben wir jeweils natürlich einen Discord in den beiden Chats, die mit Ausrufezeichen Discord besucht werden können. Also wir haben auch kein Problem, wenn da mal jemand vorbeischaut. Bei mir gibt es einige, die SnowRunner spielen und man das auch mal abseits von jedem Stream gemeinsam tun kann. Genau. Das gibt es halt auch, wie gesagt, beim Sati drüben. Und das Schöne ist, dass große Teile der aktiven Community auch so ein bisschen auf beiden Seiten zu finden sind. Richtig. Also von Seiten zu sprechen klingt hier irgendwie so ein bisschen spießig. Also auf beiden Discords. Genau, in beiden Discords. Wir sind da eigentlich schon ziemlich nah beieinander. Oh Gott, was steht denn hier für ein Hänger? Satt. Leck dir die Finger. Erinnerst du dich dran, dass ich mich sicherlich ärgern würde, wenn ich jetzt hier irgendwo herfahre und einen Anhänger finden würde, auf dem Stahlträger drauf sitzt? Rate mal, was ich hier gerade für einen Schwanenhals-Anhänger gefunden habe. Zement, garantiert. Genau, mit stahlträgerförmigen Zementbarren, genau. Ja. Ganz zufällig am Anhängerschalter. Du kannst ihn also jetzt quasi mit Ladung verkaufen, wenn wir den nicht brauchen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich recht hatte. Ich muss auch dazu sagen, ich war nicht hier während der Autofahrmission. Ich bin jetzt nur hier, weil ich mir einen Service-Anhänger kaufen möchte. Aber an der Stelle möchte ich feststellen, ich hatte recht. Ich meine, ansonsten zum Thema Discord und so weiter. Auf meinem Discord gibt es natürlich auch noch diverse andere Gruppen und Interessen, wie zum Beispiel, wir spielen regelmäßig Among Us. Da, ja gut, regelmäßig, meistens mindestens einmal im Monat zu einem Samstag eine Runde Among Us, zu wie viele Leute auch immer dabei sind, also mindestens zu viert. Oder aber auch eine Runde Gartic Phone oder sonst irgendwas. Also da gibt es auch ab und an was zu tun. Abgesehen davon steht im Kanal Streamplan das, was ich plane, die Woche über zu tun. Passiert natürlich ab und an mal, dass es nicht klappt. Oder das spontan kann jedem mal passieren, dass man alleine da steht, weil gerade alle anderen abgesprungen sind, um Phasmophobia zu spielen, dann steht da auch der Alternativplan drin. Und ansonsten gibt es halt ein paar Gruppen, wo man sich mit anderen Leuten austauschen kann. Hey, immer noch viel, viel Werbung. Und ich habe über das Debakel mit dem Schal hinweggetäuscht. So, und da das jetzt der fertig ist, kann ich nochmal ein Stück zurücksetzen. Ich habe mein Auto zwischenzeitlich repariert. Und wir fahren noch einfach nochmal zurück zu diesem riesengroßen Schwanenhalsanhänger, Tieflader. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass ich recht hatte. Aber wir haben die Pipeline repariert gehabt. Ohne, dass wir die Karte erkunden mussten. Ist doch auch was. Wo fährst du eigentlich gerade spazieren? Ach, du fährst den alten Mac rum, ne? Genau, ich fahr gerade den Hammer nach Hause. Guck ich mir mal den Familienschatz an. Oh.
Ich muss den schieben. Nee. Ach, zum Boot. Der ist doch hier. Okay. Den Schiebeplananhänger, den ich vorhin gefunden habe. Dann mache ich jetzt den Familienschatz. Okay. Der Hammer hat übrigens Ledersitze. Mag ich nicht. Ich mag keine Ledersitze. Ja, deswegen bringe ich ihn ja auch weg. Ist okay. Weil, wie gesagt, ich mag keine Ledersitze. Kannst du den kaum ihn. Oder zumindest jetzt aus dem Ledersitze. Ja, Spiel, danke, dass du mich daran erinnerst, dass ich noch 50% Spritreserve habe. Aber da hinten, wo ich hinfahre, gibt es einen Tankanhänger. Ich würde gerade sagen, ein Stück weiter hier vorne wäre es ansonsten ein Anhänger-Shop, da wo ich gerade bin, nämlich. Nee, da hinten gibt es einen. Den habe ich eben schon entdeckt, kurz bevor ich festgestellt habe, dass mir im anderen Fahrzeug der Sprit ausgeht. Das war doof. So, ich fahre jetzt einen Schiebeplanen. Ich sage mal Schiene, es ist natürlich Schiebeplanen auf die Gär. So, im Bergfluss hatte ich doch einen Weitwestern rumstehen. Der ist nach langen Worten da. Schiebeplan, Auflieger, Konstruktionschef, Sekretärin. Ja, nur falls man mal so ein langes Wort braucht für irgendwelche Rätselspiele. So. Aber ich bin doch hier eben besser durchgekommen. Was soll denn das jetzt hier? Fahr durch. Hopp. Ich guck gleich böse. So, repariert ist er. Dann nehmen wir den nämlich jetzt und fahren wieder nach Pirunday. Ich habe nämlich rausgefunden, auf Eis kann man sehr gut schleudern. Was? Ja, ohne Ketten an dem Ding. Vielleicht schon noch 3 Minuten warten. Okay. Wenn du hier oben durchfährst, wo eben noch der große Steinsturz war, mit Gefühl. Okay. Sehr viel Gefühl, hier liegen ganz viele Steine. Ich weiß zwar nicht, warum die das eigentlich alles weggemacht haben, aber. Na verdammt, man kann es nicht machen. So. Planen auf hier. Den holen wir uns jetzt. Nee, hier ist es noch nicht. Da vorne, wo das die Lupe ist. Das andere ist ja schon das Ziel der Fall noch. Eigentlich ist das ganz logisch angeordnet. Man muss nur wach sein. Was? Man muss wach sein? Hm. Mit Blick auf die Uhr, 22 Uhr, Nico müde. Ich weiß mal nicht. Ich glaube, ich bin gerade in so einer Transformation zum Murmeltier oder so. Irgendwas so viel Schlaf brauchen muss. Ah, du bist vom Morgenmensch zum Abend... Nein, vom Abendmensch zum Morgenmensch. Na, so weit würde ich jetzt auch nicht gehen. Eigentlich zum Immerschläfer. Das ist sowas wie der Allesfresser, nur mit Schlaf. Ja, dann. So, dann stelle ich mir jetzt noch die Frage, kann ich hier noch irgendwas unterwegs mitnehmen? Ja, ein 24-7-Schläfer, genau. Ach, das ist ja ein Traumjob.